der Nacht, stell dich dem Verbrechen. Wenn die Dunkelheit erwacht, lass den Zauber sprechen. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los! Ein Geheimnis gut beschützt vor verborgenen Fallen. Alle kämpfen für ein Ziel und einer für alle. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Italien, Junior-Universität. Locke Lambert lernt die brillante Studentin Sophie Castaville kennen. Locks Apartment. Locke findet durch Zufall das Tagebuch seines Vaters und ein mysteriöses Amulett. Die Agenten der Organisation stürzen herein. Sie verfolgen Locke und Sophie durch die Straßen Venedigs. Werden sie Locke das Tagebuch entreißen? Großartig. Wir sind von Agenten umzingelt. Meine Freunde von der Hantik-Vereinigung haben ein Sicherheitssystem eingebaut. Unsere Feinde werden hier nicht so leicht reinkommen. Das stimmt, Locke. Hier drinnen sind wir vor denen sicher. Ach, das ist euer Plan? Wir verstecken uns, bis die Mittagspause machen und wieder Nein, abhauen? Locke, du weißt doch, wir haben ein Geheimnis zu entschlüsseln. Du schnappst dir die Bediensteten, das Tagebuch und den Jungen, klar? Tante Vale gehört mir. Der Befehl lautete, nur den Jungen und das Tagebuch zu holen, Sir. Das interessiert mich nicht. Die einzigen Befehle, denen du zu folgen hast, sind meine. Ja, Sir. Oh, Tante, lass uns übers Dach verschwinden. Das Dach? Was ist, wenn sie uns sehen? Wir werden aufpassen. Aber für den Fall, dass was schief geht, gebe ich dir das hier. Funktioniert! Ein Naturtalent, ich hab's gewusst! Wovon redet ihr da? Was soll das? Das bedeutet mehr Sicherheit. Die Details erkläre ich dir später. Komm mit. Seht mal! Bis die irgendwas gecheckt haben, sind wir längst über alle Berge. Das ist ein schönes Haus, das ihr besichtigt. Seid ihr unter die Makler gegangen? Und ich dachte erst, ihr sammelt alte Bücher. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, holt's euch, aber ich warne euch. Schicke Anzüge sammeln ist nämlich mein Hobby. Dante, was machst du da? Ich provoziere sie ein bisschen, ich will sie weglocken. Aber du hast gesagt, dein Haus kriegen sie nicht klein. Meins nicht, aber das meiner Nachbarn. Worauf wartet ihr, Trottel, noch? Ha? Los! Ja! Hyperschritt! Okay. Los, wir müssen abhauen. Feuerball! Hyperschritt! Hyperschritt! Das werden immer mehr. Sind doch nur zwei. Feuerball! Erwecke Florestis! Thank you.
Kältestrahl! Na bitte, los geht's! Ich glaube, die könnten meine Hilfe gebrauchen. Zeig deine Kraft, Sabriel! Hä? Cool. Danke, Santiago. Du hast mir echt geholfen. Stets zu Diensten. Sophie, du bist also auch eine von uns? Tadellos. Mit der Technik wirst du irgendwann eine gute Suchende. Das ist mein großes Ziel. Ich trainiere schon seit ich klein bin. Hey, was soll das heißen, irgendwann? Locke, ist das eine Freundin von dir? Ja, okay. Das ist Sophie Castlewell. Freut mich, dich kennenzulernen, Dante Vale. Castlewell? Sophie, ich dachte, du kennst Dante schon. Naja, nicht so richtig. Weißt du, Dante ist der beste Suchende der Hantik-Vereinigung. Er ist berühmt. Hey, dann bist du ja ein Promi. Ja, sehr komisch. Wir müssen untertauchen. Sophie, kennst du ein gutes Versteck? Folgt mir einfach. Ich hab schon eine Idee. Hier wohnst du? In dem Palast? Ich bin schließlich die Erbin des Castlewell-Vermögens. Da muss ich meinem Namen gerecht werden. Tja, eine Studentenbude wäre da nicht so angebracht. Wisst ihr? Bitte hier entlang, die Herrschaften. Darf ich euch meinen Diener LeBlanche vorstellen? Er wird euch den Empfangssaal zeigen. Ah, wie nobel. Ah. Locke, weißt du schon, was du machen wirst? Ich werde mich auf keinen Fall verstecken. Wenn ich wirklich Teil dieser Welt sein soll, werde ich auch dazu stehen. Ich bin ein Suchender. Bitte, Dante. Sei mein Lehrer. Super Idee. Was meinst du, Dante? Vielleicht finde ich dann auch heraus, was mit meinem Vater passiert ist. Ich bin professioneller Schatzsucher und Ermittler. Ich bin nicht billig. Du wirst es dir nicht leisten können. Ich schon. Sophie. Hast du einen Auftrag für mich? Erstens, finde heraus, was mit Locks Vater passiert ist. Zweitens, mache aus Locke und mir die besten Suchenden. Das wird nicht einfach. Ich zahle dir doppelt so viel wie die Vereinigung. Auch meine Unkosten? Auch deine Unkosten. Gut, ich bin einverstanden. Ja! Das sind zwei ehrenwerte Männer. Findest du nicht auch, Santiago? Können wir Dante Vale denn vertrauen? Warum nicht? Er hat wirklich einen ausgezeichneten Ruf. Das muss nicht viel bedeuten. Ist er ein Mann von Ehre? Das wird sich bald zeigen. Vergiss nicht, dass Sophie starke Verbündete braucht, wenn sie ihrem Auftrag als Castlewell-Erbin gerecht werden soll. Sophie, danke für deine Hilfe. Das bedeutet mir wirklich viel. Schon okay. In dem Tagebuch steht, dass dein Vater nach dem antiken Amulett des Willens gesucht hat. Das gehörte als den Castlewells, richtig? Ach so, du hoffst also, dass du meinen Vater findest. Und dann das Amulett. Morgen geht es los, sobald ihr zwei von der Uni zurück seid. Gut. Ihr beide könnt erstmal hier wohnen. Eure Wohnungen werden ja sicher von der Organisation überwacht. Defoe, Sir. Keines unserer Teams hat das Buch gefunden. Und Dante Vale hat unsere Angriffe abgewehrt. Ich hab doch ausdrücklich gesagt, dass wir ihn unbedingt aufhalten müssen, oder? Jawohl, Sir. Wie lauten Ihre Befehle? Sicher stellen Sie bald Nachforschungen über das Buch an. Wir werden die Bibliothek der Hantik-Vereinigung observieren. Hi, Holok! Hast du ausgeschlafen? Oh, nein, hab ich nicht. Komm, es gibt gleich Frühstück. Jared, schläfst du nie? Nee, ich brauch nicht viel Schlaf. Aber einen zum Vollquatschen, den brauchst du ständig, oder? Also ich brauch Schlaf. Ja, ich weiß schon. Ich hab das Gefühl, dass du heute Nacht nicht viel geschlafen hast. Ja, ich hab mir die ganze Nacht Sorgen gemacht, dass ich das nicht schaffen werde. Was ist, wenn ich kein Suchender sein kann? Dein Vater hat das Tagebuch geschrieben. Also muss er ein ganz ausgezeichneter Suchender sein. Mein Dad ein ausgezeichneter Suchender? Ja, und du hast genauso viel Mut wie dein Vater. Danke.
Das hoffe ich auch. Locke ist voller Energie. Er hatte schon 3 Portionen Rührei. Ein netter Junge, nicht wahr? Ja, aber ich musste gerade an Dante denken. Mr. Vale? Er ist unglaublich. Stark, gebildet, intelligent. Was will man mehr? Er hinterlässt Eindruck, das stimmt. Hey, Sophie! Wo bleibst du denn? Wir müssen zur Uni! Und jetzt haben wir gar nicht gelernt. Nicht so wild, nachdem ich mit Monstern gekämpft habe. Kann eine Geschichtsprüfung doch nicht so schlimm sein. Na, wie lief es bei dir, Locke? Ich hatte recht, das war nicht schlimm, das war fürchterlich. Das war entsetzlich. Katastrophal. Was ist los? Hat sich die Organisation an der Uni blicken lassen? Es war noch viel, viel schlimmer, Dante. Dann wäre Locke wenigstens um die Prüfung herumgekommen. An der Uni gibt es zu viele Zeugen. Das würde sogar die Organisation abschrecken. Kommt mit. Je schneller wir das Tagebuch entschlüsseln, desto schneller finden wir was über Locks Vater heraus. Der Suchende bezieht seine Energie aus der Willenskraft in seinem Herzen und seinen Gedanken. Dadurch kann er Kräfte freisetzen und Titanen herbeirufen. Als du das Amulett deines Vaters berührt hast, wurden die Kräfte des Suchenden bei dir frei. Heute ist es ziemlich zurückhaltend. Ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Bei Anfängern ist alles etwas anders. Das gestern war eine Überreaktion, weil es dein erster Tag als Suchender war. Wenn du mehr Erfahrung hast, zeigt Dante dir auch, wie du das Amulett gezielt mit deiner Willenskraft einsetzt. Okay, ich will gleich anfangen. Das Ziel ist es, die Kräfte auf Kommando einzusetzen. Ich zeig's dir. Sieh her. Kugelblitz! Suchende lernen viel aus alten Büchern, aber einfache Beschwörungen wie den Kugelblitz kann dir ein guter Lehrer ganz schnell beibringen. Probier es auch mal, Locke. Okay, ich werd's mal versuchen. Kugelblitz! Auch ein Suchender, der halb so alt ist wie du, sollte zumindest Kerzenlicht hervorrufen können. Harte Arbeit und Disziplin sind gefragt. Nicht gerade Locks Stärke. Dafür würde ich wirklich alles geben, aber ich fürchte, es wird nicht viel nützen. Locke, ich hab dir doch dieses Amulett gegeben. Du meinst das? Hey, ist das nicht dein... Ja, wie hast du es genannt? Komm herbei, Florestes! Hey ho, was ist los? Oh. Ich hab's ja gesagt, ich wusste es! Was war das? Hab ich das gemacht? Ah. Oh, oh. Er will wissen, was ich möchte, oder? Man nennt es die Bindung. Titanen sprechen eigentlich nicht. Jared ist eine Riesenausnahme. Suchende und Titanen kommunizieren über diese Bindung miteinander. Das ist so cool! Okay, okay. Und jetzt helf mir bitte beim Bücherwälzen, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Irgendwas rausgefunden? Leider nicht. Die Schrift ist an den meisten Stellen ganz verlaufen. Macht schneller. Wenn die Sonne untergeht, wird die Organisation hier auftauchen. Dann haben wir nur noch knapp 2 Stunden. Denk nach, Locke. Du hast doch das Tagebuch durchgeblättert. Hast du da irgendwas über das Amulett gefunden? Ich glaube ja. Wie war das gleich? Das antike Amulett des Willens ruht beim Golem? Golem? Der Mythos des Golems kommt ursprünglich aus Prag. Wartet, ich hol das Buch. Prag wird nicht ohne Grund die Stadt der Geheimnisse genannt. Ein gefährliches Pflaster für Schatzsucher. Wirklich? Heißt das, wir fahren hin? Wahrscheinlich ja. Nein, Prag ist zu gefährlich. Sophie wird nicht mitfahren. Du musst Santiago sein, Sophies Leibwächter. Ich habe zwar geschworen, Sophie vor jeder Gefahr zu bewahren, doch in dieser Stadt könnte selbst ich sie nicht beschützen. Ihr werdet ihr Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Du solltest das mit ihr besprechen. Sie scheint mir nämlich nicht der Typ zu sein, der so leicht seine Meinung ändert. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Was meinst du damit? Ich will herausfinden, ob du sie beschützen kannst. Kämpfe mit mir, Mann gegen Mann. Du willst tanzen lernen? Ich zeig dir ein paar Schritte. Ha! Dante meint es ernst. Wir müssen Sophie finden und die beiden vom Kämpfen abhalten. Jared, traust du Dante? Ja, das tue ich. Er sieht nicht so aus, als ob er kämpfen will, sondern so, als würde er ein Rätsel lösen. Und sein Gegenüber ist das Rätsel. Ja, ich glaube, Dante weiß genau, was er tut. Nicht schlecht! Jetzt bin ich im Vorteil. Dante!
Du bist gut, aber nicht gut genug für mich. Das Duell ist vorbei. Das war sehr gut. Bist du jetzt zufrieden, Santiago? Was glaubt ihr, wann die Organisation aufkreuzt? Es ist soweit. Ja, und diesmal werde ich das Tagebuch besorgen. Höchstpersönlich. Hier, es gab einen Suchenden namens Jodie's Law. Und der trug bestimmt auch das Amulett. Wir kommen der Sache näher. Oh ja, Sophie, ich glaube, Sophie, du hast recht. Hol Bücher über Jodie's Law. Dante, wonach suchen wir genau? Ich weiß es noch nicht. Folgt eurem Instinkt. Du hast ja, recht. Ich helf euch. So, Freunde. Wir waren so dicht dran. Das sind wir immer noch. Ich glaube, Sophie kommt ohne mich besser zurecht. Wir müssen Dante helfen. Ah, wahrer Suchergeist. Flammenhut! Ihr Jungs wollt also kämpfen? Dann kommt doch her, Caliban! Schaff's doch's! Danke für die Hilfe. Ich trau dir trotzdem nicht. Ja! Ja! Danke, Jared. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Kugelblitz! Zum Angriff! Presley! Das dauert mir zu lange. Krautok! Sei flink, Shinobi! Komm schon, es steht hier irgendwo, ich weiß es. Sophie, bist du langsam fertig? Wir können die Typen nicht die ganze Nacht in Schach halten. Sekunde, ich hab's gleich. Angriff! Du warst Lob. Wieso immer ich? Du bist ein Titan, oder? Naja, ich kann das hier. Hey, super! Jared, was ist mit dir? Was ist los, Kleiner? Bin aus der Übung. Oh nein, was soll ich tun? Dein Amulett, schnell, mach! Das war nur Zufall. Ich krieg das nicht hin, wenn um mich herum so viel Aufregung ist. Uns bleibt keine Zeit. Du musst es versuchen, sonst sind wir verloren. Ah. Hilfe, Florestes! Ah. Wollt ihr es wirklich mit meinem Titan aufnehmen? Dachte ich's mir doch. Sophie! Feuerball! Dante, alles okay? Ja, aber wir sollten besser abhauen. In diesen Büchern steht alles, was wir brauchen. Dann nimm sie mit, Sophie. Jetzt nichts wie weg hier. Ich helf dir tragen. Oh!
Sie sind abgelenkt. Unsere Chance. Ja. Los! Feuerball! Nein! Lass doch das Buch! Ach, Sie wollen also nach Prag? Perfekt! Ich hol dann die Tickets. Für die Unkosten komme ich auf, wie versprochen. Ich freue mich schon auf Prag. Ich habe von diesen Anzugträgern erstmal die Nase voll. Prag ist 100-mal schlimmer. Was? Du meine Güte. Ja, Prag ist die Heimat der Organisation. Ist das echt dein Ernst? Oh. Oh. Vergib mir, Dante Vale. Schon längst passiert. Jetzt steh endlich auf. Was sollen denn die Leute denken? Du hast getan, was du für richtig gehalten hast. Nein, ich war eifersüchtig, aber du bist besser geeignet, Sophie zu beschützen. Sophie! Feuerball! Da! Ich weiß, dass du sie wohlbehalten wieder nach Hause bringst. Werde ich. Sie ist meine Klientin. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Ich hab nur nachgedacht. Santiago hat alles für Sophie riskiert und er ist nicht mal mit ihr verwandt. Er ist wirklich mutig, ja. Ja, und ich war gestern drauf und dran, alles hinzuschmeißen und meinen Vater aufzugeben. Nein, Locke, so darfst du nicht denken. Mach dir keine Sorgen, Jared, das kommt nicht wieder vor. Ich werde ein Suchender. Und zwar ein so guter Suchender wie mein Vater. Versprochen. Greer? Sag meinen Leuten in Prag Bescheid, dass ich nach Haus komme. Das wird eine Verfolgungsjagd. Jawohl, Sir.